Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac. Und heute geht's mal wieder auf die Reise mit unserem kleinen Damage-Suchti Judas. Oh, heute habe ich mal das Vergnügen, gleich in den Itemraum zu dürfen und bekomme Brother Bobby. Es ist zwar auch Damage, den wir machen, aber... Ja, ne? Nicht so, wie ich das gern hätte. Wow. Nein, nein, nein. Schlüssel. So, ich darf natürlich wieder ganz, ganz viel aufpassen. Ein Herz und so, ihr wisst es, Judas, ne? Oh. So, ich hoffe, wir bekommen nicht einen allzu ekligen Boss. Und eventuell gleich ein HP-Upgrade. Monstro. Ja. Ja. So, Buchzündner. Oh, komm schon. Na komm. So, ein Seelenherz zumindest, ein Tiers-Upgrade, eine Karte, der Hierophant. Die werden wir gleich mal benutzen. Ja, wie gesagt, es war kein HP-Upgrade, aber ich glaube, ich kann einigermaßen damit leben. Curse of Darkness. Warum nur? Ich brauche eine Bombe. Oh. Balls of Steel. Ich brauche immer noch eine Bombe. So, die hole ich mir später. So. Na komm her. Sollte vielleicht nicht so nah an die Shop-Tür gehen. Denn, ja. Nicht, dass ich jetzt keine Schlüssel mehr bekomme. Und dafür nicht in den Itemraum gehen kann. Hatten wir ja schon des Öfteren. Dass wir in einem Raum gespawnt sind. Oh shit. Und... Der Old Mushroom. Nice. Fire Rate up. Und dadurch den Shop geöffnet haben. Ich brauche 2 Bomben. Oder so. Geht natürlich auch. Envy. Ich weiß, ich habe zwar eigentlich noch den Boss vor mir, aber Envy ist so ein nerviger Gegner. So, komm her, komm her. Boah, ist das heftig mit dem Buch. Und das für ein halbes Herz. Okay. Und ich sag's ja, ne? Kein Schlüssel, keine Bombe. Na komm her. Komm her, komm, 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 komm. So, wir gehen da natürlich rein. Wow. Gehe ich wieder genauso raus, wie ich reingegangen bin. So, schade, dass wir hier nicht noch irgendwo einen Raum hätten. Dann wäre mein Buch auch wieder voll. Und dass wir vor allem hier keine Bombe mehr gekriegt haben. So, einmal hier lang und ab zum Boss. Famine. Das heißt, wir bekommen ein kleines Schutzschild. Jo, sollte auch so gehen. Mit dem Old Mushroom kein Problem. Wow. So, ein Cube of Meat. Was hätten wir denn da drin? Parage wäre jetzt richtig nice, ne? Aber so richtig. So, weiter geht's. Schon wieder Curse of Darkness. Ach komm, Spiel. Du willst mich jedoch veräppeln, ne? So, was haben wir hier? Health up. Das ist doch schon mal richtig nice. So, nachdem mein Buch fertig ist, werde ich auch gleich den Boss machen. The Husk. Ja.
Wow. Aua. Oh, komm, 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 komm. Hoppy Upgrade. Perfekt. So, einmal hier nach rechts. Haben wir nichts. Dann geht's weiter nach oben. Und zwar hier lang. Machen wir das Ganze doch so. Wow. Böse Fliege, böse Fliege, böse Fliege. Na komm, der letzte geht auch noch. Gott. So, Schlüssel wäre angesagt. Das ist natürlich auch sehr nett von euch. Da ist auch der Schlüssel. Was hätten wir hier denn? Scapula. Fühlen wir uns wieder mal gebläst. So, die Items hatten wir auch schon lange nicht mehr, wenn ich mal das überlege. Hatten wir wirklich schon lange nicht mehr. Dankeschön, sehr nett. Das finde ich wiederum richtig nett. So, jetzt ist natürlich die Frage, wir haben hier zweimal so eine Tür, wir hätten hier eine Bibliothek oder einen Shop, aber ich komme sowieso nirgends rein. Das heißt, ich werde auch nicht an dem Wahrsagerautomaten spenden, zocken, spenden, wie komme ich jetzt auf spenden, sondern wir gehen einfach weiter und heben uns unser Geld auf, falls hier irgendwo noch ein Bettler kommt. So. What the fuck? Komm mal ein Stück runter. Okay, warte, ich komm hoch. Boah, der will mich aber auch hier verarschen, ne? So, jetzt aber. Nee, vorerst mal nicht. Wir bräuchten jetzt noch ein richtig OP-mäßiges Damage-Upgrade. Denn das mit dem Ord-Mushroom, okay, ihr wisst selbst, Ord-Mushroom heißt jetzt wieder bei Isaac, dass er uns richtig zubombt. Weil er es kann. Oh, die goldene Kiste könnten wir sogar mitnehmen, ne? Wow. Oh Gott, das war so klar. Hallo? Nein, 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 nein. Ah, Mann! So, hier ein bisschen aufpassen. Nicht in die Stacheln laufen, wenn es geht. Das war eh ziemlich knapp. Komme ich an beide Sachen nicht ran. Ärgerlich. So, wir machen mal die goldene Kiste auf. Two of Spades. Ja, ist in Ordnung.
Okay. Schlüssel vielleicht? Pille, Health up. Richtig gut. Erstmal den nervigen Gegner hier. Nein, hör auf. Pfui. Schlüssel. Den hätte ich gerne. Dann kann ich meine Two Spades dann doch benutzen. Das heißt, wir sind schon bei 6 Schlüssel. Wir erkunden mal den Rest. Hier gibt es nichts mehr. Vielleicht springt hier doch noch irgendwo ein Schlüssel raus. Dann können wir 8 draus machen. Hör auf jetzt. Pfui. Ganz, ganz böses Pfui. Ja, da ist er. Two of Spades. Da haben wir schon zumindest mal so ein bisschen den Schlüsselmangel abgestellt. So, blauer Stein. Der Poison Touch ist natürlich absoluter Mist. Tummy's Head. Nö. So, die Frage ist natürlich Geheimraum. Hier vielleicht? Nein? Vielleicht hier? Drei Münzen, das heißt, wir können in den Shop. Schlüssel haben wir jetzt dafür. Vielleicht sowas wie die Nonnenmütze oder... irgendwie sowas. Mom's Purse. Das ist natürlich auch nett. Und die Bombe nehme ich mir mit. Wer weiß, wann der nächste blaue Stein kommt. Jetzt bräuchte ich Loki's Horns. Loki's Horns und dann noch das Polaroid. Das wäre nice. So, ab zum Boss. Gertie. Komm schon. Aua. Range Upgrade. So, was hätten wir denn hier? Nichts von... Von dem möchte ich mir mitnehmen. Da ist auch nur Mist zur Zeit drin. Oh. Mein Gott, ich möchte es noch ein bisschen behalten. Komm, geh sterben. Kannte ich mich jetzt gar nicht mehr aus. Goldene Kacke. Nö, mit dir möchte ich nicht spielen. Zwei Pillen. Ist davon eine vielleicht eine Health-Down-Pille? Lockdown. Bombs are keys. Das war jetzt richtiger Mist. Das war jetzt richtig Mist. Bombs are keys. Kommt. Wir erkunden zuerst den Rest. Wofür habe ich mir vorhin die Arbeit gemacht mit dem Tour of Spades? Mit der Karte? Für nichts, oder wie? Kann ich jetzt wieder mit den Schlüsseln von vorne anfangen?
Na, vielleicht finden wir noch eine. Hier finden wir erstmal Schaden. Lockdown. Perfekt. Herz holen. Boah, habe ich jetzt wieder kassiert. Ach da. Nee, eine Bombe dafür opfern. Konzentrieren. Aua. Hör auf jetzt! Hoho, ein Herz noch. Nicht schon wieder. Oh Gott. Ich muss da rein. Ach du Scheiße. Na, oh, ich habe ein Herz bekommen. No. Jetzt habe ich natürlich keinen Schlüssel mehr für den Itemraum. Wenn ich keine mehr kriege, dann habe ich ein Problem. Ein richtiges. Komm schon, einen Schlüssel noch. Bomben. Nichts als Bomben. Wieder kein Schlüssel? Ob ich denn hier noch einen krieg? Nee. Dann bleibt uns im Moment nur eine Möglichkeit. Den Battle-Raum. Und hoffentlich steht da eine graue Kiste drin und hoffentlich ist in dieser grauen Kiste ein Schlüssel. Natürlich nicht. Mein Itemraum, ist das gemein. So, kommt mal her. Bleh. Schlüssel. Nö. Eine Trollbombe kriege ich.
Wir haben 10 Bomben. Gehen wir mal auf die Suche. Nein. Hier nach unten, hier nach unten. So, hier vielleicht. Hier vielleicht. Nein. Hier vielleicht. Mitnehmen. Zumindest das habe ich bekommen. Boah, das mit dem Itemraum, das stört mich jetzt, ne? Aber so richtig. Hi Loki. Boah, diese Stacheldings nervt mich hier immer. Das irritiert so dermaßen. Wow, Schlüssel. Geht doch. Tier's ab. Noch mehr. Ach, die Schande. So, Tour of Hearts. Itemraum. Itemraum, Itemraum. Normalerweise verfluche ich ja die Box. Und dann für sowas. Das Holy Water. So ein Mist. So, das war Lockdown. Okay. So, einmal abwärts. Neuer Herzcontainer für uns. So. Wieso habe ich denn eigentlich den Cursed Skull dabei? Vorhin wahrscheinlich aus Versehen mitgenommen. Ups. Ha, hat sogar gepasst. Huch. Nice. Hört auf, mich anzuhusten. What the fuck? Was war denn das bitte für ein Raum, ne? Da wirst du von zwei so Stacheldingern voll eingekesselt und kannst dir nichts anderes machen, als dir selbst eine Bombe in die Fresse zu hauen. So, und ich bräuchte immer noch einen Schlüssel. Sogar zwei. Bombe. Hm.
Schlüssel. Arcade. Aber vorerst hier rein. Socken. Wird zwar, denke ich, ein bisschen schwer mit meinem Lockdown, aber... vielleicht geht's auch so. Ey, ist heute Tag der Bomben oder wie? Lockdown, ja, ja, klar. Balls of Steel. Ob ich ja wohl noch ein HP-Upgrade zusammenbekomme? Zuerst mal können wir hier anscheinend unseren Schlüsselmangel ein bisschen ausgleichen. Ja, das Katol würde ich auch nehmen. Nochmal Lockdown. Nochmal Balls of Steel. So, Schlüssel haben wir jetzt dann bald genug. Aua. No! Rück doch das HP-Upgrade raus. Nur Mist. Zack. So, ein Herz noch spenden. Ne? Ach komm. Was soll der Geiz? Das hat's jetzt wieder mal voll gebracht. Aber so richtig. So, Schlüssel haben wir jetzt genug. Nein, danke. So muss ich jetzt meine Schlüssel auch nicht rausdonnen. Da unten war der Boss, genau. Waren wir schon hier oben? Nö. Zum Glück waren diesmal die Stacheldinger oben. So, einmal hier rüber laufen und dann schön von der Seite reinholzen. Das war... Na, da komme ich nicht ran. Ja klar. Moms BH. Nee, der kann mal hier bleiben. Hm.
Ein bescheidener Raum nach dem anderen. Moment. Nur mal rein Interesse halber. Ne, eine graue Kiste haben wir jetzt wirklich nicht mehr nötig. Gar nicht mehr. Nicht schon wieder. Das hätte ich allerdings gerne. Genauso wie ich den Shop gerne hätte. Da wir den Steam Sale haben. Oh, guckt mal. Balls of Steel. Perfekt. Ich bräuchte mal Trinkets. Das ist ja Wahnsinn. Aber das wäre Balls of Steel und ich komme nicht ran. So, ich glaube, hier ging es runter, oder? Yep. Hi, Mom. Bisschen konzentrieren. Geht doch. Oh, hab hier ein Damage Upgrade auch noch. Nice. So, Polaroid mitnehmen. So, da musste ich wieder einen kleinen Cut machen, weil Isaac mal wieder schön am Hängen war. Nein. Was Explosives. Und ich habe schon wieder Curse of Darkness. Ey, was ist denn das? Die stehen aber heute auch beschissen, ne? What the fuck? Geh sterben! Geh doch jetzt endlich sterben! Boah, beinahe über die Stacheln gelaufen. So, besser. Geh sterben. Ich hasse euch. Ich mag euch nicht. Boah, nur Bomben. Zumindest gleich den Boss gefunden. Na. Danke für das Herz. Ab zum Boss. Ich will ja gar nicht lange rumtrödeln. Oh nö, Conquest. Aber. Ja, jetzt ist aber auch mal wieder gut, ne? Das White Pony. Nee. Lieber nicht. Brauch meinen Schaden. Klar, fliegen wäre wirklich gut.
Aber ich hab lieber den Damage dabei. So, wenigstens kein Curse of Darkness mehr. So. Gucken wir mal, ob die Taktik heute funktioniert. Ich verstecke mich in meiner... Wow, sind das viele kleine. Ich verstecke mich in meiner kleinen Ecke. Es funktioniert natürlich nicht zu 100%. Wow. Die Forever Alone Fly. Jetzt habe ich natürlich nur ein Problem, ne? Ihr wisst welches. Hier kommt Mom. Und da komme ich nicht mehr raus. Health up. So, ich könnte natürlich jetzt eins machen. Ich riskiere das jetzt mal. Hat sich natürlich nicht gelohnt. Geh jetzt einmal hier rein. Für ein HP-Upgrade. Drücke meine Tour of Hearts. Zünde mein Buch. Und hoffe hier drin keinen Damage zu kriegen. Wie war das mit keinem Damage? Naja. Naja. Naja, man kann mitleben, ne? Ich habe zwar jetzt nur noch 3,5 Herzen. Kein Seelenherz, dankeschön. Bombenwasten vom Feinsten. Karte. The Hermit. Ja, Shop haben wir hier leider keine mehr, ne? Boah, zweimal Gluten-Toni. Die Herzen werden immer weniger. Aber dafür haben wir hier noch ein Arcade. Könnte ich meine Herzen nochmal voll machen? Vielleicht. Ich brauche nur Herzen. Der Rest ist mir alles egal. Oh, sowas ist natürlich auch nett.
So, gleich wieder da. Eben schnell das weiße Herz holen. Das war jetzt mal Luck, aber richtig. So, neuer Herzcontainer. So, wenn wir natürlich jetzt noch ein paar Herzen kriegen würden, das wäre echt nice. So, weiter zocken. Noch eine Pretty Fly, auch perfekt. Bad guess. Ich trau mich hier was, ne? Wenn das zum Beispiel eine Health Down Pille oder so wäre. Haha, richtig gut. Brauch volle HP. Keine Bomben. Herzen. Ich spreng dich. Wenn ich pleite bin, dann spreng ich dich. Na super. Komm schon. Ich möchte mir keine Herzen geben. Nur Bomben. Mit Bomben rumschmeißen ist er gut. Ja, genau. Rück raus. Geht doch. Für das, dass es so knapp schon wieder ausgesehen hat, ist das in Ordnung. So, und jetzt mit der letzten Münze hätte ich gern Skatol. Nee. Weiter geht's. Oh, einer noch. It lives! Hi, Mom! Ich stelle mich aber auch gerade wieder an, ne? Weiter geht's. Machen wir noch zu wenig Schaden oder wie? Kann ja irgendwo nicht sein, ne? Wir brauchen was OP-mäßiges. Na komm her, Mann. Soundpark. Yeah. Stirb, Mann. So, die rote Suppe muss weg. Ab in die Cathedral. So, suchen wir uns heute wieder den falschen Weg. Stirb! Bombe.
Nö. No need. Dann hier nach links. Hallöchen, mobiler Bettler. Mobiler Bettler, Teufelsbettler. Nein, zu risky. Falscher Weg. Wie schon so oft. Wir probieren es mal hier rechts. Hasse es. So, ohne Schaden das Ganze. Dann ist mein Buch für Isaac auch wieder aufgeladen. Stirb doch jetzt endlich. Du hast doch schon nichts mehr. Geht doch, der Bloody Penny. Den nehme ich mir statt Mom's Pearl mit. So. Judas vs. Isaac. So, nachdem ich hier drei Satelliten habe, die um mich rumschwimmen. Schwimmen, fliegen. Werde ich es hier wirklich probieren, stehen zu bleiben? Alles gut jetzt. Vier Herzen ist nicht wirklich viel für die Chest. Ich glaube, das halte ich nicht lange durch. Na! Ah! Warum nur? Ich muss den Raum ja dann nochmal machen. Ja. So. Und jetzt auch noch Champion, ne? Das wird nix. Wow, was war das denn? Ja, Leute, ich hoffe, der Run hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von The Binding of Isaac.